Orks die Stadt so sehr wollen, warum überlassen wir sie? Mein Vater wird im Lager des Häuptlings gefangen gehalten, doch wir wurden entdeckt, bevor wir ihn retten konnten. Baranor will im Morgengrauen zuschlagen, mit einem kleinen Trupp. Doch du willst jetzt gleich zurück. Allein. Das ist blanker Selbstmord. Wenn wir bis morgen warten, ist mein Vater längst tot. Ich sage nicht, du sollst nicht gehen. Du sollst bloß nicht allein gehen. Die Uruks, die wir letzten Winter fasten, erzählten von einem Grabwandler. Halb Mann, halb Geist. Ein Dämon. Und was glaubst du? Ich glaube, so einer könnte uns helfen. Baranor und ich haben die Uruks belauscht. Sie haben meinen Vater in ein nahegelegenes Lager gebracht. Wir haben drei unserer Kriegsbeste vernichtet. Das soll er doch mal hier versuchen. Hast du das gehört? Nein, es war Kaku. Idril, wir müssen vorsichtig vorgehen. Schleicht da jemand umher? Du bist tot! Gut gemacht! Hier kriegt es bestimmt keine Beförderung. Eine gute Klinge und Willenskraft, das ist alles. Vielen Dank. Jetzt sitze ich hier fest, wo ich doch plündern könnte. Ah! Danke, Waldläufer. Wir müssen auf alles gefasst sein. Ich verstehe, Talion. Ich stehe an deiner Schuld, Waldläufer. Wenn du das traust, dann werf eine Klinge in Führung.
verstehe, ich komme wegen der ganzen Sucherei zu spät zum Essen. Halt die Augen auf. Kommt, wir müssen hier weg. Wir wissen nicht, was uns erwartet, Idril. Mach dich bereit. Ich bin bereit. Wir sollten diesen Ort verlassen. Wir müssen los und sie ausradieren. Idril, Sie haben den General zum Zelt Danke. Wir glaubten uns bereits tot. Nirgendwo hin, General. Vater? Oh, Idril. Du hättest nicht herkommen sollen. Ich kam deinetwegen. Ich habe das alles nicht gewollt. Weder für dich, noch für unser Volk. Wir haben nicht immer die Wahl, Vater. Aber noch können wir kämpfen. Du bist genau wie deine Mutter. Komm, die Verstärkung wird bald hier sein. Schnell, bevor noch mehr eintreffen. Vater, wir... Schnell! Der General ist zurück. Öffnet das Tor! Öffnet das Tor! General, der sehende Stein. Ich kann ihn verwenden. Der Palantir bleibt dort, wo er ist. Die Armeen von Gondor werden bald hier sein. Du bist sicher. Gut. Kommt. Wir warten schon seit Wochen auf Gondor. Niemand ist gekommen. Kannst du sie mit dem Stein wirklich bezwingen?
Ja. Dann werde ich ihn finden. Wir müssen zurück zu Kankra. Sie kann uns zeigen, wo sich der Palantir befindet. Der Palantir ist... Der Krieg ist hier. Wir müssen Saurons Macht über Minas Ithil schwächen. Will uns hervorlocken. Zeigen wir ihm, wie töricht sein Plan ist. Ich bin zu stark! Get back!
Ich frage mich, ob die Menschen Rohans diesen Pfeil würdigen würden. Schwer zu sagen. Menschen haben ein kurzes Gedächtnis. In Krisen ein noch kürzeres. Es ist soweit. Kankra wird uns den Palantir zeigen. Nur wenn es ihr dient. Wir sind er. Das hat. Du bist tot. Ich bring dich zu. Kankra wird uns sagen, wo der Palantir ist. Uns läuft die Zeit davon, Talion. Talion. Der Ring ist verloren. Aber ich werde meine Antworten bekommen. Kankra! Minas Ithil steht vor dem Untergang! Wir brauchen den Palantir! Den Palantir? Gab ich dir nicht die Sicht über deine Feinde? Das ist es doch, was du willst. Nicht wahr? Oh, ich gewähre dir deine Vision. Doch wie viel bist du bereit dafür zu bezahlen? Oh, deine Seele? Nichts übrig. Ich brauche Antworten. Der finale Angriff steht bevor. Der Palantir darf dem Hexenkönig nicht in die Hände fallen. Wir müssen zurück nach Minas Ithil. Sie kommen von der Unterstadt.
Wo sind die Schützen? Ich will jeden Mann mit einem Bogen auf dem Wall sehen. General Castamir zog uns ab. Wir bilden hier die Reserve. Wieso tut er das? Wir brauchen jeden Mann. Wo ist Castamir? Ich muss mit ihm sprechen. Ich auch. Er ist seit Stunden fort. Dieses Geräusch. Das Tor. Entdeckung! Sie brennen! Holt Wasser! Los! Formation! Schilde hoch! Eure Stadt ist hier unter! Vorbereitet jetzt! Angriff! Schlachtet die Bleichhäute! Nicht nieder!
Euch, wenn wir eure Stadt einnehmen und euer Volk abschlachten? Häuptling, seht euch vor! Die Stadt ist verloren! Rette deine Leute! Zieht euch zurück! Die Stadt ist verloren! Du hast uns verraten! Ich tat es für dich, Idril, um dein Leben zu retten. Der Palantir ist bedeutungslos. Ich würde ganz Gondor opfern, um dich zu retten! Was ist mit unserem Volk? Unserer Ehre? Am Tod ist nichts ehrenhaft. Castamir! Geben, was du versprochen hast. Ich verlange nur eins. Die Freiheit meiner Tochter. Castamir, nein! Es steht dir frei, mit ihrem Volk zu sterben. Nicht. Geh.